Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Heute habe ich mal ein besonderes Thema. Wir haben ja viele, viele Punkte im Sondierungspapier, die mich Angst und Bange werden lassen. Ich möchte mir einen Punkt rausgreifen, der relativ wahrscheinlich erscheint, nämlich eine mögliche Cannabis-Legalisierung. Und dazu möchte ich mal verschiedene Positionen beleuchten und vielleicht gar nicht mal das, was ich denke, in den Vordergrund stellen, sondern einfach versuchen, mehrere Facetten zu beleuchten, damit ihr euch da orientieren könnt. Also, gehen wir mal einmal von einer freiheitlichen Sichtweise aus. In einer freiheitlichen Sichtweise wäre es normalerweise so, dass ich sagen würde, jeder soll seine Entscheidung selbst treffen, was nimmt und was nicht. Das würde für eine Legalisierung sprechen. Freiheit in dem Sinn, dass ich andere nicht schädige, jeder soll selber entscheiden können. Okay. Allerdings, andere Variante. Wenn dies der Maßstab der Dinge ist und ich auf dieser totalen Freiheit beharre, und ich bin ja eigentlich ein freiheitlicher Typ, da müsste ich mit dem Argument auch sagen können, ja, aber Koks auch. Selbstmord ist auch okay, weil das ist auch eine freie Entscheidung. Also man muss überlegen, wenn ich diesen Maßstab so setze, gibt es dann eigentlich Grenzen oder nicht? Und wenn ja, wo ziehe ich die Grenzen und warum ziehe ich die Grenzen? Ja? Also Freiheitlichkeit hat immer mit Eigenverantwortung zu tun. Und die Frage ist, ob die Menschen fähig sind, diese Eigenverantwortung zu tragen, wenn man ihnen die totale Freiheit gibt. Oder ob das illusorisch ist und die Leute damit nicht umgehen können. Wenn ich mich aber in eine solche Argumentation reinbegebe, dann kann ich das Wahlrecht auch in Frage stellen. Ja? Wenn die Leute nicht in der Eigenverantwortung sind, freiheitlich Dinge zu ertragen oder zu leben, dann müsste ich ihnen theoretisch ganz viel absprechen. Also ist erstmal so ein Grundsatzpunkt, wie viel Freiheitlichkeit funktioniert, sage ich mal. Ein anderer Punkt wäre, dass ich sage, okay, gucken wir uns doch volkswirtschaftlich das Ganze mal an, wie das dann aussehe. Kommt gerade ein Zug. So. Was passiert, wenn ich Cannabis legalisiere? Erste Frage, werden wir mehr konsumieren in der Bevölkerung, ja oder nein? Die Wahrscheinlichkeit liegt für mich hoch, dass mehr konsumiert wird. Weil ich leicht rankomme, ich habe einen leichteren Anstieg, es wird normaler auf Partys, es wird normaler wie Alkohol und wie Rauch, und also werden es mehr Leute tun. Also, erstmal sind mehr Leute nicht nur im Suff, sondern auch im Kifferwahn. Was das für den Verkehr bedeutet, möchte ich mir nicht überlegen. Natürlich machen es die Leute jetzt teilweise sowieso schon. Aber erstmal würde die Quote derer, die konsumieren, hochgehen. Gretchenfrage, gibt es eine Steuer dann auf das Rauchen? Ne? Verdient der Staat daran mit? Sicherlich schon, denke ich doch mal. Wenn es aber gemacht wird, dann ist noch eine folgende Frage offen. Rauchen verursacht Schäden, Krebs und so weiter und so fort. Wie ist das bei Cannabis? Ich bin kein Mediziner. Ich gehe aber davon aus, dass Rauchen per se eine schädigende Wirkung hat. Also neben vielleicht Verkehrsopfern, Verkehrstoten, haben wir dann möglicherweise auch eben gesundheitliche Schäden durch das Rauchen. Das ist eine Möglichkeit, und die Frage ist auch immer, welche krassen Wirkungen hat dauerhaftes Kiffen? Auf den Körper, auf den Geist, auf die Psyche, es gibt eine psychische Abhängigkeit. Und ist es, viel diskutiert natürlich immer wieder, ist es die Möglichkeit einer Einstiegsdroge, dass ich sage, ach, danach nehme ich nochmal was Härteres, hat ja beim Kiffen auch geklappt. Ja, ich stelle diese Fragen, ich bewerte die gar nicht, ich beantworte die gar nicht, sondern diese Fragen stelle ich einfach erstmal. Das heißt aber in Konklusion, dass wir höchstwahrscheinlich die volkswirtschaftlichen Kosten durch Unfälle, durch Gesundheitsschäden etc. erhöhen. Und vielleicht die Steuereinnahmen, ne? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wenn ich jetzt sage, wir geben das frei und erhöhen die volkswirtschaftlichen Schäden durch Gesundheitsschäden unter anderem, dann bin ich ein verdammter Heuchler. Denn wir sind jetzt in einer Situation, wo es beim großen C heißt, diese verdammten Ungedosierten, ja, ungedosiert, Dosis, na, ihr wisst schon, ich benutze die Kunstsprache jetzt, also die, die Dosen nicht erhalten haben,
Die sind ja zu teuer fürs Krankensystem, ne? Oder für Zahlung, ja? Die sollen bei Quarantäne nichts kriegen, die sollen vom sozialen Leben ausgeschlossen werden, die sollen gefälligst ihre Tests selber zahlen, weil man kann ja nicht verlangen, dass diese Leute, die alle in das System einzahlen, ja? Und fett ihre Steuern abdrücken und ihre Krankenkassenbeiträge, dass die sich was rausnehmen, weil sie eine andere Entscheidung treffen. Geht ja nicht, ne? Also diese Schädlinge, ja, die müssen selber zahlen, weil sie haben es ja selber verursacht durch ihr bockiges Verhalten. Ach so. Aber Cannabis ist okay, oder was? Also bei Cannabis läuft das dann. Da kann ich mich also bewusst gesundheitlich schädigen und ich tue das immer, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich rauche oder wenn ich Cannabis nehme, dann habe ich immer gesundheitliche Wirkung. Punkt. Das ist jedem klar, der Alkohol trinkt oder raucht, dass es gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringt und Schäden hervorrufen kann. Ja? Vielleicht muss es nicht immer so sein, aber prinzipiell ist das klar, dass es eine gesundheitliche Wirkung hat. Also mehr Drogen konsumieren ist völlig in Ordnung, ja? Und dann vielleicht auch die Krankenhauskapazitäten belasten und die Krankenkassenbeiträge hochtreiben und die Krankenkassen belasten, das ist okay. Also beim großen C geht's nicht. Aber Kiffen für alle? Ja, das geht. Das ist Heuchelei, Leute, das ist Heuchelei, ja? Die einen sind die Bösen, weil sie Entscheidungen treffen, dass wir es nicht haben wollen. Die werden bestraft durch Gängelung etc. oder wie man schon gefordert hat, höhere Beiträge. Und die anderen, die sich einen schönen Lenz machen und sich dann schön einen reinpfeifen und nochmal ein bisschen rumkiffen, ja, und sich es gut gehen lassen, die sind vom System gedeckelt. Wie gesagt, das ist absolute Heuchelei unserer Politik. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Sache hinzu, wenn ich das gesellschaftlich sehe. Man kann sicherlich überlegen, ist Kiffen wirklich so viel gefährlicher als Alkohol? Kann man darüber diskutieren. Aber Droge ist Droge. Jede Droge erhöht die Kosten, erhöht Abhängigkeiten, erhöht die volkswirtschaftlichen Schäden. Jede. Jede Droge, die ich freigebe, macht die Sache noch schlimmer. Und wenn jetzt Cannabis legalisiert werden würde, über Alkohol nachdenken, wäre es das Gleiche. Dessen muss man sich bewusst sein. Die Frage ist, wollen wir aber eine Bevölkerung, die sich immer mehr den Drogen hingibt? Das ist ja eine Frage, böse Verschwörungstheorie, will man uns da hinkriegen? Ja, wir gendern uns hier durch, wir wissen nicht mehr, ob wir Männer und Weiblein sind. Nationalität haben wir auch nicht mehr, Identität hat man uns auch genommen sozusagen. Und jetzt macht man uns auch noch gefügig, ja, weil alle immer mehr sich den Drogen hingeben. Ja? Eine Bevölkerung, die immer mehr Drogen nimmt, ist vielleicht auch leichter zu steuern, weiß man nicht. Also ist das in einer konstruktiven Sichtweise, und ich weiß, die Old Right würde ganz klar Nein sagen, ist das für die Volksgesundheit, ja, die hier durch die Hintertür immer betont wird, auch wenn man das Wort nicht für benutzt, ist die Volksgesundheit nicht gefährdet durch immer mehr Leute, die immer mehr Drogen nehmen und immer mehr eine weiche Birne vielleicht kriegen? Ja, das ist die Frage. Also, wenn man so argumentieren will, dann ist das auch eine gesellschaftliche Dimension, die zu immer mehr Auflösungscharakter, zu immer mehr Abhängigkeit, zu immer mehr Weichheit, zu immer mehr Fügbarkeit und Führungslosigkeit führen könnte. Ein möglicher Gedanke. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, und ich beantworte sie gar nicht. Freiheit versus weniger Freiheit. Wo wollen wir die Grenze ziehen? Diese Frage stellen wir uns beim großen C auch. Und beim großen C wird diese Frage gerade politisch relativ klar beantwortet. Aber wo wollen wir die Grenze ziehen? Wie viel Freiheit können wir machen? Und bei wie viel Freiheit müssen wir sagen, das ist so viel Freiheit, die tut uns weh. Das ist ein brandheißes Thema. Weil das ist genau die Argumentation, die wir beim großen C haben. Zu viel Freiheit schadet uns allen, wir müssen das verbieten. Ganz gefährliches Thema. Ganz schwierige Geschichte. Deshalb gebe ich darauf auch keine Antwort. Könnt ihr euch meine persönliche Meinung sagen, was würde euch nicht weiterbringen. Denn diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Aber wie gesagt, führt mehr Freiheit vielleicht auch zu mehr Schäden, zu mehr Unsolidarität? Keine Ahnung. Und müssten wir das hinnehmen, wenn wir freiheitlich denken, oder nicht? Oder müssten wir sagen, es gibt gewisse Dinge, die verbieten wir, weil damit können Leute nicht umgehen? Und wie gesagt, wenn ich das tue, dann spreche ich den Leuten sowieso die freie Entscheidung, den freien Willen immer ab. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion, wie viel Freiheit wollen wir eigentlich? Wollen wir eigentlich, dass die Leute wählen gehen?
oder wäre es besser, einen Experten uns steuern? Vielleicht sollten wir es wie in China machen. Vielleicht sollte auch noch jemand wählen können, der ein Bonussystem erfolgreich durchlaufen hat. Da sind ganz viele andere Fragen dran, die damit dranhängen, sage ich mal. Ich bin freiheitlicher Typ. Ich habe aber mit einer Legalisierung, das so viel will ich sagen, trotzdem Bauchschmerzen. Das muss ich ganz klar sagen. Weil ich das im Gesamtkontext sehe, dass das nicht gemacht wird, weil man den Leuten mehr Freiheiten geben möchte. Also die große politische Masse wird das glauben. Aber ich denke, es gibt Spitzen, die ganz andere Pläne verfolgen im Hintergrund. Böse Verschwörungstheorie, ich weiß. Aber ich denke, es geht hier darum, die Nationalstaaten immer mehr aufzulösen. Und das tue ich, indem ich die Leute weich mache. Ich entnationalisiere sie. Ich stopfe sie oder ermögliche, dass ich mit Drogen vollstopfen. Ja? Ich nehme ihnen ihre Wurzeln, ihre Identität. Ich flute sie mit Migranten, die zur weiteren Auflösung beitragen. Und das meine ich gar nicht chauvinistisch oder böse. Es ist nur die Anwesenheit dieser Leute, dass sie sagen, okay, wir kommen hierher und ein großer Teil wird sich in eigene Communities eben aufhalten. Sie bringen andere Kultur mit und verdrängen eben auch Kultur, die hier ist. Das ist einfach mal, sage ich, ganz wertfrei. Damit nehme ich keinen Menschen böse aufs Korn oder so, da werte irgendwie ab. Aber das ist der Prozess. Wir kriegen dann eben eine große Mischkultur und das, was vorher war, verschwindet. Das ist einfach ein Verdrängungseffekt. Das ist ganz normal. Ja, ohne, wie gesagt, irgendwen abwerten zu wollen damit, ja, der da kommt. Aber das ist ein Prozess, der passiert. Ja? Deshalb haben wir jetzt einen Muezzinruf in, ich glaube, Köln. Aber die Leute wollen das ja offensichtlich so. Wie gesagt, man hat uns über Jahrzehnte so weit gebrainwashed, dass wir das alle akzeptieren, alle glauben, das wäre voll gut und das muss so sein. Wie sagt Tim Keller immer so schön, vorwärts in den Untergang oder mit Vollgas in den Untergang oder sowas, das ist genau der Punkt, den wir haben. Man hat es so weit, dass die Leute alles schlucken, alles gut finden und sie laufen komplett in ihre eigene Auflösung rein. Und wenn ich überlege, was jetzt in diesem Programm vorkommt, dann wird das eins bedeuten, hundertprozentig mehr Massenmigration, Quoten und Benachteiligung, wenn du nicht Frau bist, nicht trans, nicht Migrant und das Wörtchen europäische oder weltweite Verantwortung von Deutschland wird bedeuten, wir werden eine ganz klare Schuldenunion endgültig reingehen. Ich sage nur europäische Arbeitslosenversicherung, das wird sicherlich auch ein Teil sein davon, das hat die SPD auf dem Schirm. Das heißt, wir werden in Zukunft in einem Land sein, das sich in Auflösung befindet, die Industrie abbaut, den Wohlstand schmälert und das, was noch verbleibt, wird immer mehr besteuert werden. Wir werden immer mehr für andere zahlen. Weltweit unser Vermögen wird verteilt werden. Und die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, will ich das? Bleibt mir gewogen, teilt das Video, gebt mir ein Abo bitte, geht auf den Zweitkanal Wandernder Wolf, damit ich mal ein bisschen wachse. Ja, und wenn ihr kommentieren wollt, überlegt mal, ob ihr es auf Odyssee oder Frei 3 macht, weil die Kommentarsituation auf YouTube ist ein Witz, ja. Also wenn ich so gucke, ich habe gestern geguckt, angezeigt waren, glaube ich, bei dem einen Video 21 Kommentare, ich habe, glaube ich, 8 oder 9 lesen können, YouTube sind die jetzt einfach weg. Die tauchen noch nicht mal in meinem Backend auf. Ich kann die noch nicht mal sehen und freischalten. Verschwinden einfach, ne? Das ist Standardsituation bei meinen Videos. Also da wird ganz massiv gedrosselt, der Kommentarbereich. Und ich kann nichts dagegen tun. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und bis bald.